Das Autojahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Trotzdem präsentieren die Hersteller noch jede Menge Neuheiten. Der wichtigste Termin dafür im Herbst ist regelmäßig die LA Auto Show in Kalifornien. Car News TV schaut für Sie auf die Highlights: den neuen Audi TTRS, den Kia Optima Hybrid und den Jeep Cherokee mit dem 2,2 Liter Diesel. In den USA gibt es allein aufgrund der Größe des Landes drei wichtige Automessen. Neben der Detroit Motor Show und der New Yorker Automesse ist dies stets zum Jahresausklang die Los Angeles Motor Show. Deren Bedeutung ist allein dadurch garantiert, dass der Sonnenstaat eine Vielzahl besonders deutscher Automobile Jahr für Jahr aufnimmt. Porsche zündet auf der Los Angeles Auto Show die nächste Stufe des Panamera-Feuerwerks. Weltpremiere feiern zum Jahresende gleich vier Executive-Modelle mit um 150 mm verlängertem Radstand. Der Panamera Turbo Executive mit 550 PS, der Panamera 4S Executive mit 440 PS, der Panamera E-Hybrid Executive mit 462 PS und der Panamera 4 Executive mit 330 PS. Ladies and gentlemen, the new Panamera 4 E-Hybrid Executive. Eine Neuheit ist die Basismotorisierung des Viertürers. Der komplett neu entwickelte 3,0 Liter V6 Turbomotor kommt sowohl im Panamera 4 Executive zum Einsatz, als auch im Panamera mit Heck und im Panamera 4 mit Allradantrieb. Er stellt den neuen Einstieg in die Gran Turismo-Klasse dar. Die USA sind unverändert einer der bedeutendsten Absatzmärkte von Porsche. Bis einschließlich Oktober 2016 lieferte der Sportwagenhersteller weltweit 178.314 Fahrzeuge aus. Ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Getragen wird der Erfolg vom guten Ruf bei den Kunden. Die Marke Porsche gewann 2016 erneut die Gesamtwertung der renommierten J.D. Power Appeal Studie des US-Marktforschungsinstituts J.D. Power. Zusätzlich belegen die Modelle Porsche 911, Boxster und Macan die ersten Plätze in ihren Kategorien. Dieser Ruf begründet sich auch im Erfolg des Porsche 911er im internationalen Rennsport. Every day I was challenged. Kein Modell kann so viele internationale Rennerfolge auf sich vereinen. Every hour that I was cornered. Somit ist Los Angeles der geeignete Ort, um das 911er Spitzenmodell zu präsentieren. Every hundredth of a second my limits were exceeded. Den 911 RSR. Every moment of intensity. Für die Titeljagd in der Saison 2017. Every moment of being awestruck. Time and time again I was tested. With no compromises. Every one of those moments made me who I am. Honed me to extremes. Prepared me for the toughest tests on the track. Because this is what I was born for. Mit dem völlig neu entwickelten GT-Rennwagen startet Porsche in die Motorsportsaison 2017. Der neue 911 RSR nutzt dabei die Freiheiten des GT-Reglements für die 24 Stunden von Le Mans voll aus und setzt neben konsequentem Leichtbau auf die Anordnung des hochmodernen, freisaugenden 6-Zylinder-Boxermotors vor der Hinterachse. Das 4 Liter große, äußerst leichte Aggregat verfügt über Benzin-Direkteinspritzung. Ladies and gentlemen, the new 911 RSR. Kein Hersteller stellt eine solch breite Palette an Rennfahrzeugen für den Rennsport zur Verfügung. Vom Clubsport über die Markencups bis hin zum RSR. Für ganz erfahrene und ganz große Jungs.
Zu denen möchte sich auch Patrick Dempsey gesellen, denn schließlich tritt er schon seit Jahren in der Amateurklasse in Le Mans an. Wer weiß, vielleicht wird er noch so gut, dass er mit den Werksfahrern im neuen RSR antreten darf. Wie so oft zeigte Porsche wieder ganz Spezielles in LA, was nicht nur die Amerikaner beeindruckte. Auf der LA Auto Show 2016 präsentiert Mercedes-Benz gleich zwei neue Modelle der Extraklasse. Weltpremiere feiern das Cabriolet der Luxusmarke Mercedes-Maybach und die stärkste E-Klasse. Während das Mercedes-Maybach S650 Cabriolet modernen Luxus in seiner exklusivsten Form verkörpert, bietet der in zwei Leistungsstufen verfügbare Mercedes-AMG E63 4MATIC Plus eine Kombination aus Fahrdynamik und Langstreckenkomfort. Messepremiere in den USA feiern der Mercedes-AMG GTC Roadster und der Mercedes-Benz GLE 43. Für den Mercedes-AMG GTR und den Smart Ford 2 Electric Drive markiert die Los Angeles Auto Show die Marktpremiere in den Vereinigten Staaten. Volkswagen zeigt in einer Weltpremiere auf der Los Angeles Auto Show die neueste Generation des e-Golf. Das Zero-Emission Vehicle bietet im Vergleich zum Vorgänger mehr Power, eine größere Reichweite und eine dem aktuellen Facelift entsprechende Optik. Entscheidend ist das Reichweitenplus. Fortan legt der e-Golf mit einer Batterieladung im kundenrelevanten Jahresmittel je nach Fahrweise und Einsatz der Klimaanlage bis zu 200 Kilometer zurück. Eine weitere Weltpremiere, allerdings nur für den US-Markt, zeigt VW mit dem neuen 7-Sitzer-SUV namens Atlas. Mini präsentiert auf der LA Auto Show 2016 eine Weltpremiere im Modellprogramm. Erstmals zu sehen ist dort der neue Mini Countryman. Er verfügt über ein gewachsenes Platzangebot im Innenraum, gesteigertem Fahrspaß, neuer Ausstattung und mehr Luxus. Der Countryman ist außerdem als erstes Modell der britischen Marke auch mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich. Mazda hat nach eigenen Angaben im neuen Kompakt-SUV Mazda CX-5 die Designsprache Kodo weiterentwickelt und auch den Innenraum neu gestaltet. Der Marktstart der zweiten Generation des Mazda CX-5 ist in Europa bzw. Deutschland für Mitte 2017 vorgesehen. Auf der LA Auto Show zeigt Alfa Romeo den Stelvio. So hat man ihn in Monza entwickelt, lässt ihn bei Rom vom Band laufen und tauft ihn nicht umsonst nach dem anspruchsvollen Stilfster Joch auf den Namen Stelvio.
Trotzdem stellt sich auch hier die Frage, ob der Wagen ohne das markante Alpha-Gesicht überhaupt im Einerlei auffallen würde. Jaguar zeigt in Kalifornien das neue I-Pace-Konzept. Wenn nun zunehmend Hersteller mit Elektroautos und einer erfahrenen Designabteilung in den Markt vorstoßen, wie Jaguar mit dem I-Pace, wird deutlich, dass sowohl der technische wie auch der ästhetische Vorsprung von Tesla verloren geht. Mit dem I-Pace wirkt ein Tesla Model X nur noch unförmig und unausgereift. Das Subaru Visiv 7 SUV-Konzept soll 7 Sitze auf 3 Sitzreihen bieten und 2018 auf den Markt kommen. Zunächst einmal nur in Nordamerika. Das SUV ist 5,20 Meter lang und hat einen Radstand von fast 3 Metern. Laut Hersteller wünschen sich die Kunden von Subaru ein derartig großes Fahrzeug. Das neue SUV mit Allradantrieb soll der größte gebaute Subaru werden und würde auch in Deutschland seine Fans finden. Hyundai hat in den USA im Rahmen der Los Angeles Auto Show einen autonom fahrenden Hyundai Ioniq vorgestellt, der damit das vierte Modell der Ioniq-Baureihe wäre. Die Sensorik des Konzeptfahrzeugs ermöglicht autonomes Fahren auch im innerstädtischen Verkehr. Die Technik soll Grundlage einer neuen Plattform für kostengünstige Sicherheitssysteme sein. In Los Angeles zeigt Fiat, dass zwischen dem Renegade und dem Cherokee noch Raum für ein zusätzliches Modell ist. Somit zeigt Fiat Chrysler den neuen Compass. Zu uns kommt der neue allerdings erst im Herbst 2017. Der optisch an den Grand Cherokee angelehnte Fünftürer misst nur 4,39 Meter und bekommt Jeeps aufwendigen Allradbaukasten. Der neue, mit sehr viel Bodenfreiheit ausgestattete Compass ersetzt sowohl seinen glücklosen Vorgänger als auch den pummeligen Patriot. Noch amerikanischer als Jeep ist Cadillac. Die einzige amerikanische Marke mit einer klaren eigenen Designsprache. Mit 5,34 Metern ist die Studie Escala noch einmal etwa 15 cm länger als der schon riesige CT6. Die Amerikaner stellen die über 5 Meter lange Limousine als ausdrucksvolleren und geräumigeren Begleiter für den vor kurzem eingeführten CT6 vor. Ungewöhnlich für eine Oberklasse-Limousine ist das Fließheck mit der großen Heckklappe. Zu den neuen Designelementen, die in die Serie einfließen sollen, gehören horizontale Scheinwerfer. Das überrascht, weil Cadillac seit fast 70 Jahren auf vertikale Leuchten vorne und hinten setzt. Wir sehen in Los Angeles wieder einmal neue Impulse.
Nicht nur für den amerikanischen Markt, denn die US-Kunden bestimmen zunehmend, neben den Chinesen, was die Europäer entwickeln. Bereits verfügbar ist der neue Audi TT, nun in der schärfsten Variante RS. Vorgestellt vom ehemaligen Tourenwagen-Weltmeister Klaus Niezwitz. Hier in Spanien präsentiert Audi gleich zwei neue Autos, und zwar auf der Rennstrecke von Jarama. Das liegt ja ganz in der Nähe von Madrid. Es geht um den Audi TT RS, zum einen als Coupé, zum anderen als Roadster. Beide Autos besitzen eine komplett neue Technik, zum Beispiel ein neues Fahrwerk, neue Motoren mit mehr Leistung. Und deshalb werde ich mal mit diesem hier über die Rennstrecke düsen. Und das Auto fahre ich, wie es sich für einen Roadster gehört, auf der Landstraße. Fahrmodus aussuchen, natürlich Dynamik, dann den Fünfzylinder starten, Gang einlegen und der Spaß beginnt. So, jetzt bin ich hier auf der Rennstrecke von Jarama. Hier wurde 1981 noch die Formel 1 gestartet, das ist lange her. Der neue Audi TT RS ist auch ein sehr, sehr sportliches Auto, und die neueste Ausgabe zeichnet sich aus durch ein erheblich besseres Fahrverhalten. Also wir haben hier zum Beispiel eine sehr schnelle Linkskurve. Da gab es früher immer ein sehr starkes Untersteuern beim Vorgängermodell. Das ist hier anders. Man hat auch das Gewicht an der Vorderachse reduziert durch einen leichteren Motor und durch leichtere Bremsen an der Vorderachse. Und das führt zu dieser erheblich besseren Balance. Vom sanften Dahingleiten bin ich weit entfernt. Ich gebe dem Audi kräftig die Sporen. Aber so leicht lässt sich der Extremsportler nicht aus der Ruhe bringen. Die Zeitlupe zeigt einen leichten Drift, den ich ohne ESP und Co. unter Kontrolle habe. Auch schön ist, dass man das Auto durch die Lastwechselreaktion ein bisschen in die Kurve reinstellen kann. Das hilft natürlich auch noch, schnell ans Gas gehen zu können, weil das Auto steht dann genau immer in der richtigen Richtung. Mein Fazit, dieser TT RS ist zwar ein Straßenauto, aber der fühlt sich sauwohl auf der Rennstrecke. Optisch wirkt er zahmer als er ist, aber seine Zugehörigkeit zu der Spezie der Lustfahrzeuge ist unverkennbar. Der TT RS ist für Audi so etwas wie ein Markenbotschafter und sehr wichtig. Ja, der TT RS trifft im Prinzip komplett den Markenkern von unserer Submarke Audi Sport. Ist halt ein sehr emotionales Fahrzeug, ein High-Performance-Fahrzeug mit 400 PS und ein sehr exklusives Fahrzeug, was halt auch im Design äußerst besticht. Unsere Kunden sind, sag ich mal, sehr junge, technikbegeisterte Menschen und Kunden, die ja auch sehr viel Wert auf Design und Technik legen. Also vor allem beim Coupé sind es männliche Kunden überwiegend, und beim Roadster sind es auch vielfach Frauen, die das Fahrzeug kaufen. Nach Sport kommt sportlich. Der Roadster wäre sicher auch für manche Männer die erste Wahl. Denn mit dem Stoffdach ist er auch für mich etwas vielseitiger einsetzbar. Der offene Sportler ist ein Hingucker, denn außen und innen bietet er Reizvolles. Das gilt auch für das Dach. So, nun sitze ich hier in diesem Roadster, und die Motor- und Getriebedaten sind ja eigentlich gleich, bis auf die Beschleunigung. In 3,9 Sekunden schafft er die 100, und beim Verbrauch sieht es so aus, 8,3 Liter gibt Audi an für die 100 Kilometer. Viel wichtiger bei einem solchen Roadster ist natürlich die Steifigkeit, und dieses Auto wiegt rund 90 Kilogramm mehr als das Coupé, und die Bauteile, die zu diesem Gewicht führen, sorgen dafür, dass das Auto erheblich steifer ist. Das heißt, es gibt kein Lenkradschlackern, wenn man mal über Eisenbahnschienen fährt, und in Kurven ist das Auto äußerst präzise unterwegs. Etwas anderes habe ich auch nicht erwartet, denn nicht nur ich, auch die Kundenklientel schaut da genau hin. Immer wieder top, der 5-Zylinder-Sound. Dieser TT RS ist mit dem neu abgestimmten Allradantrieb perfekt unterwegs. Im Fahrmodus Komfort lässt es sich dahin gleiten, und die TFSI-Motorgeräuschkulisse bietet kein anderes Auto. Er
Erfolge mit 5 Zylindern gab es in den USA in der IMSA-Rennserie mit diesem Audi 90 IMSA GTO. Legendär natürlich der S1 als Gruppe B Rallye-Auto mit Walter Röhrl und Michel Mouton. Das ist der Ur-5-Zylinder-Motor. Der heutige ist komplett neu, aus Aluminium und immer noch heiß begehrt. Wir haben weiterhin am 5-Zylinder-Konzept festgehalten, weil dieser Motor tief verwurzelt im Motorsport ist und perfekt in diese sportliche Speerspitze, dem TTRS, passt. Und der Grund, warum wir weiterhin auch 5-Zylinder spielen wollen in dem Fahrzeug, ist der einmalige Sound, der aus diesem Aggregat erzeugt wird. Mein Fazit, ob nun Coupé oder Roadster, beide Audi TTRS sind absolut sportlich. Übrigens, das TTRS Coupé kostet 66.400 und der Roadster 69.200 Euro. Na dann, viel Spaß. Neues gibt es nun auch bald von Kia. Die Luxusvariante Kia Optima wurde soeben als Kombi präsentiert und damit eine Hybridversion. Viel Platz, gepaart mit Sportlichkeit und Hybridtechnologie. Kia hat die Optima-Familie vergrößert und damit dem Drängen europäischer Kunden nach mehr Raum und mehr Umwelttechnologie entsprochen. Somit bringt Kia mit dem Optima Sportswagen seinen ersten Multiklasse-Kombi auf den Markt. Zugleich aber wird das neue Angebot durch den Optima Plug-in Hybrid erweitert. Leider wird die Variante des Plug-in Sportswagens aber erst Mitte 2017 verfügbar sein, während die anderen Modelle und der Plug-in in der Limousine bereits im Markt gestartet sind. Die 4,86 Meter lange Limousine zeigt mit ihren modernen Oberflächendetails, den scharf gezeichneten Linien und Kanten sowie der weiter gestreckten Silhouette eine stärkere Straßenpräsenz als das Vorgängermodell. Der Optima Sportswagen hat nahezu identische Außenmaße wie die Limousine, nur ist er um 5 mm höher. Die Frontansicht wird geprägt durch die typische Tigernase mit dem Gitter in Metallglanzoptik und seitlichen Lufteinlässen im Stoßfänger. Der Optima Plug-in Hybrid wurde zum Basismodell aerodynamisch weiter optimiert. Ein Erkennungsmerkmal der neuen Antriebsvariante ist der aktive Kühlergrill, der nur bei Bedarf geöffnet wird. Zur Reduzierung des Luftwiderstands tragen zudem neu gestaltete Front- und Heckstoßfänger bei. Das Resultat ist ein CW-Wert von 0,25, während der Kia Optima ohne Hybridantrieb auf 0,27 kommt. Die geringfügig vergrößerten Dimensionen zum Vorgänger fallen kaum auf. Die Seitenansicht zeigt ein gestrecktes Fahrzeug, dank der verlängerten Fenstergrafik, deren Abschluss nun ein separates drittes Seitenfenster hinter der Fronttür bildet. Die Linie mit dem flach in den Heckstummel abfallenden Dach zeigt Nähe zur neuen Kategorie der viertürigen Coupés. Das Fahrzeug mit Steckdosenanschluss hat eine rein elektrische Normreichweite von bis zu 54 Kilometern, mobilisiert eine Gesamtleistung von 151 kW bzw. 205 PS und begnügt sich laut NEFZ mit durchschnittlich 1,6 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer. Daraus resultieren 37 Gramm CO2 pro Kilometer. Im batterieelektrischen Betrieb kann er bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren. Zum Antriebssystem gehören neben dem 2,0 Liter Benzin-Direkteinspritzer 156 PS, ein Elektromotor mit 68 PS und eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit einer Kapazität von 9,8 Kilowattstunden. Einen besonderen Vorteil des unterstützenden Elektromotors erfährt der Pilot des Plug-in beim Beschleunigen oder beim Anfahren, zum Beispiel an einer Ampel. Durch die Kraft der beiden Motoren kann er so manchen Ampelstart problemlos für sich gewinnen. Danach braucht der Hybrid bis zur 100 km/h-Marke nur 9,4 Sekunden. Auf die Vorderräder übertragen wird die Antriebskraft durch ein 6-Stufen-Automatikgetriebe sowie den an das Getriebe gekoppelten Elektromotor. Der Kia Optima Plug-in Hybrid kostet in der Einstiegsversion Attract 40.490 Euro.
Inklusive der staatlichen Kaufprämie für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge in Höhe von 3.000 Euro, die zur Hälfte vom Hersteller getragen wird, ist die Limousine damit ab 37.490 Euro erhältlich. Jedem, der vor der neuen Technologie etwas zurückschreckt, sei gesagt, dass sich der Hybrid wie alle Hybriden so problemlos und ohne große Eingewöhnung fahren lässt wie jedes andere Automatikfahrzeug. Fiat versucht mit der günstig zugekauften Marke Jeep wieder Markterfolge zu feiern und präsentiert zunehmend amerikanische Modelle mit Italo-Optik. Mit einem neuen Dieselaggregat hat Jeep die Leistungsstufe für den Cherokee noch einmal nach oben verschoben. Dieser stärkste Dieselmotor im Indiana verfügt über nun 200 PS und 440 Newtonmeter Drehmoment. Heute im Alltagstest der neue Jeep Cherokee 2,2 Multijet. Das Fahrzeug ist an sich recht robust. Man könnte auch sagen, erprobt. Und wenn man bösartig sein will, kann man sagen, das ist Uralttechnik. Warum? Immerhin hat vor einigen Jahren Fiat Chrysler übernommen und damit auch Jeep. Und seitdem versucht man mit den vorhandenen Materialien und der vorhandenen Technik einigermaßen über die Runden zu kommen. Ob das noch lange gelingen wird, sei dahingestellt. Immerhin bekommt man dafür eine sehr robuste Technik. Allerdings ist ein bisschen Fiat mit drin. Und was natürlich dazu beiträgt, dieses Auto kann man natürlich recht günstig kaufen, wenn man so will. Was heißt recht günstig? Dieses Auto, dieser Testwagen kostet immerhin 51.000 Euro. Das ist auch ein Geld. Aber man musste früher für einen Jeep ganz ordentlich in die Tasche greifen. Das ist nicht mehr ganz so. Also Jeep ist für alle erschwinglich geworden und das hat auch einen ganz negativen Beigeschmack. Denn mit der Zeit verliert die Marke natürlich an Nimbus, an Prestige und es ist nichts Besonderes mehr, einen Jeep zu fahren. Eher, wenn man ein Fahrzeug möchte, hat man einen Billigheimer. Gut, trotzdem ist das ein nicht so schlechtes Auto. Kommen wir zur Qualität. Die Lackqualität überzeugt mich nicht. Einiges andere, wie das Fahrwerk oder auch die Motorisierung, naja, der Motor ist sicherlich noch ganz ordentlich dabei. Aber im Großen und Ganzen macht man nicht viel falsch. Allerdings, und dann kommen wir zum Fazit, das Fahrzeug ist sehr robust. Es ist kein schlechtes Fahrzeug. Es kostet, wie schon gesagt, in der Basis ca. 48.000 und das Testfahrzeug mit dem 2,2 Liter Multijet Dieselmotor kostet mit 200 PS ca. 51.000 Euro. Damit ist man einiges unter den Konkurrenten oder Mitbewerbern. Allerdings muss man auch bedenken, der Wiederverkauf ist nicht so toll wie bei den Mitbewerbern. Deswegen das, was man bei der Anschaffung spart, verliert man wahrscheinlich wieder, wenn man das Fahrzeug weiter veräußern möchte. Trotzdem, wenn sich der Kunde ein wenig amerikanischen Lifestyle mit italienischem Einfluss kaufen möchte, warum nicht? Der Jeep ist ein souveräner Cruiser mit ausreichender Leistungsreserve. Die 9-Gang-Automatik arbeitet unauffällig und schaltet die Gänge unter Teillast sanft durch. Der Wagen macht was her, sieht massiv aus und der 2,2 Liter Multijet Diesel ist eine gute Wahl. In der Multijet-Version mit 200 PS rollt der Cherokee ausschließlich in der umfangreichen Edition Limited zum Kunden. Die 18 Zöller sind somit Serie. Im Innenraum gehören die gemütlichen, aber etwas weichen Sitze mit Nappa-Lederbezug zum Limited-Paket. Außerdem ein 8,4 Zoll Touchscreen, der für die Darstellung von Infotainment zuständig ist. Standardmäßig ist das neu konstruierte Aggregat an eine 9-Gang-Automatik gekoppelt. Wird die Gangart verschärft und die volle Leistung des Motors spontan abgerufen, legt die Schaltbox vor dem Zurückschalten eine Denkpause ein. Wer will, darf mit dem Wählhebel auch selber die Gänge einlegen. Die Lenkung des stärksten Diesel-Cherokees ist recht präzise. Die weiche Fahrwerksabstimmung federt grobe Wegstrecken anständig weg, ohne dass der Cherokee in Kurven ins Taumeln kommt. Ein Sportler ist er allerdings nicht. Der Cherokee ist ein solides Fahrzeug. Im wachsenden Markt der vielen neuen SUVs mit sehr guten Gesamtpaketen wird es der Jeep aber schwer haben. Es sei denn, es muss unbedingt ein Jeep sein.
Das war's schon wieder mit den aktuellen Modellneuheiten aus der Welt des Automobils. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und sagen Tschüss und auf Wiedersehen bei CarNews TV.